Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Glocke oder können Winners Win. Heute begrüße ich euch mit meinem Dakar Rally Bronco. Ich habe keine Ahnung genau, wie man das Ding nennt. Und würde sagen, habt ihr Bock? Ja, dann bleibt dabei, schaltet ein, lasst ein Abo da, liked die Videos, kommentiert die Kommentare. Ich labere gerade viel Scheiße. Ja, das hat so an sich. Ich habe ein Ziel markiert, ich würde sagen 8,4 Kilometer. Wie gehabt, wir fahren hin und kurz vorm Ziel sehen wir uns wieder. Wie gehabt, also so mache ich ja meine Videos alle. Und ja, das ist jetzt peinlich, aber wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind gleich am Zielort. Wir sind gleich am Zielort. Ich würde sagen, wir fahren mal ein bisschen querfeld ein. Ich meine, ne, der Wagen kann das ja. Dafür ist ja unter anderem gebaut. Nein, das stimmt nicht. Doch, ist ein Panzer. Nein. Weiß ich nicht. Schreib es in die Kommentare, was meint ihr? Und Teotihuacan. Ja, ich kann es gut aussprechen. Beschleunigungsstrecke. Ja, gucken wir, was wir hier machen können. Ne? Geradeaus. Yes, baby. Eine Viertelmeile rennen oder so. Wir starten. Und wir haben uns wieder für den Nissan 307Z entschieden. Oder 307. Ich habe keine Ahnung. Yes, ich weiß auch nicht, was gleich passiert. In Gefahren, Viertelmeile rennen. Lasst euch überraschen, ob das funktioniert oder ob wir gleich abkacken. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Und er sieht cool aus, oder? Ja, sieht geil aus, die Farben. Und los geht's. Das ist theoretisch ein Viertelmeile-Rennen, so viel ich weiß. Ja, 84 Meter. Nein, ich habe Start versaut. Ich hoffe, mein Auto hat genug Kraft. Alter, 12 Fahrzeuge auf Viertelmeile. Yes, baby. Ich glaube, es ist eine Viertelmeile. Oh, ja. Mein Auto ist böser. Ach, das war's noch nicht. Ach, das Ziel ist da hinten. Und? Yes, war das easy. Alter, war das ein kurzes Rennen. Erster, yes. So, es regnet wunderschön, yes baby. Und guck mal, wie schön der Wagen leuchtet und glänzt. Ja, nach diesem Viertelmeilenrennen habe ich gedacht, wir machen ein Querfeldeinrennen. Das ist 1,6 Kilometer entfernt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns vom Zielort wieder. Bis gleich. Also, ich glaube, wir nehmen die Abkürzung. Okay. Es ist zwar kein Geländewagen, aber irgendwie sieht es so aus, als könnte man hier einfach Querfeld einfahren, anstatt außen rum zu fahren. Und wir sind schon da. Restos Querfeld ein. Ich bremse sehr gut. Ich würde sagen, lange Rede, kurz hin. Los geht's. Und wir haben wieder unseren Rally Safar, wie auch immer, Dakar. Safar. Dakar meine ich. Ey, Bronco, na klar. Querfeld ein mit dem Baby. Warum nicht? Ich habe Fun. Ich hoffe, ihr auch. Und Bock habe ich drauf. Ich hab Bock drauf. Ja, natürlich. Ja, auch wenn ja, lass man Opel da, würde ich sagen. Meine Güte. Lasst mal ein Like, da schreibt es Kommentare und aktiviert die Glocke. Danke. Abonnieren nicht vergessen. Und los. Das ist mal, dass ich den Start nicht versauen. Ich glaube, ich gebe einfach mal Vollgas. Ja, ja, gut. Okay, alles vergleichbare Fahrzeuge. Oh mein Gott. Oh, es ist nass und glitschig. Verdammt nochmal. Ich wollte gerade sagen, wir haben alle so optisch vergleichbare Fahrzeuge. Kein Problem. Das Rennen ist doch easy. Ja, ich hab's versaut. Naja, bis jetzt habe ich einen Start versaut. Aber im letzten Video haben wir auch nicht gewonnen. Also von der Sache, es geht nicht ums Gewinnen, um Erste werden. Es geht um den Fun-Faktor. Und ja, der ist gerade da. Regen, nasse Fahrbahn. Alter, ist das geil. Aber ich würde schon ein bisschen besser gerne als Achter. Ja, ich versuche noch mal ein paar Plätze zu kriegen. Ja, rutscht aber gewaltig unser Baby. Aber ich finde ihn total toll. Also hätte ich Geld, würde ich mir vielleicht Bronco kaufen. Auf jeden Fall. Vielleicht. Wenn ich Geld hätte. Also nie. Oh, wir können fliegen. War jetzt nicht so spektakulär und die Schnauze geht so schnell runter, aber normal. Das meiste Gewicht haben wir auf der Achse vorne. Ja, auf der Schnauze und dem Motor und alles. Yes, baby, jetzt sind sie mal auch so komisch gelandet. Ich habe jetzt gedacht, der Flug wird geiler, aber... Oh mein Gott, ich kann nicht... Uiuiuiui. Oh mein Gott, mal gucken. Also bis jetzt bin ich Sechster, ich wollte besser als Achter sein, hab's geschafft. Ich komme aber irgendwie, versuche jetzt schon eher Gas zu geben, aber ich komme an die Jungs da nicht dran und Mädels, also... Boah, das sieht nach einem fiesen Jump aus, das sieht nach einem fiesen Jump aus. Ich komme jetzt ein, zwei Plätze gut fliegen. Nein, es war einfach nur ein hoher Berg. Kein geiler Jump, 50% haben wir. Ich habe also ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mein Auto ist eigentlich mehr oder weniger voll getuned, mehr geht nicht. Und ich drücke das Gas voll durch und ich bleibe Sechster, also so Mittelfeld, ne? Also was machen die KIs, die ich fahre, anders, ne? Oh nein, jetzt können wir jumpen und ich zerreiße. Ah!
Irgendwie hatte ich den Flug irgendwie. Ja, das. Ja, das. Ey, ohne Scheiß. Hey, ich bin wieder Achter. Das ist doch ein Abo wert. Danke. Und ein Like und ein Kommentar. Bin ich gerade angepieselt? Ja, so ein bisschen, weil irgendwie. Oh, ich hab's noch berührt, ne? Scheiße. Es kann doch nicht sein, dass die Autos so viel besser sind. Und so ein Scheiß, ich bin voll auf den Gaspedal. Da kommt nicht mehr, da kann nicht mehr kommen. Aber ich komme auch nicht dran. Okay, die fahren die bessere Ideallinie. Ja, natürlich, aber so viel kannst du theoretisch nicht rausholen. Oder? Also, jetzt bleibe ich auch noch Achter bis zum Ziel. Kein Problem. Vielleicht verliere ich gleich noch einen Platz. Und Achter. Ja, wer hätte das gedacht? So, mein markiertes Ziel erreicht. Yes, Baby. Und wir sind gleich da. Wir machen nochmal irgendein Rennen. Ich weiß nicht, was für ein Rennen. Es ist ein Rundenrennen. So wie es aussieht. Ich weiß es gar nicht. Ein Dirt-Rennen. Oh, ein Dirt-Rennen. Okay. Ich glaube, es hatten wir schon mal. Aber... Dekeno-Grip-Rennen. Okay. Teotihuacan-Grip-Rennen. Los geht's. Und wir nehmen für das letzte Rennen heute richtig den uralten Start-Bronco. Den Serien-Bronco, den normalen Bronco, den geliebten Bronco. Bronco Nummer Uno, mit dem man das Spiel gestartet hat. Und es ist ein Ford Bronco. Bronco ist auch ein Pferd. Ich denke, man muss dann sofort. Meine Güte, bin ich alt. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Oh mein Gott, sieht der Bronco geil aus. Yes, Mann, und mein Teamfarben. Ich liebe ihn. Wie gesagt, wenn ich mal im Lotto gewinne, dann hole ich mir so einen Bronco auf jeden Fall. Weil irgendwie, auch wenn es ein Spritfresser ist, irgendwie schick ist er. Auch wenn man am Wochenende damit Gemüse einkaufen geht oder so. Aber ja, schick ist er. Okay, mal gucken, ob wir jetzt was Besseres rausholen können mit diesem Bronco, als vorhin mit dem anderen Bronco. Weil der ist doch ein bisschen besser angeblich. Er lässt sich auf jeden Fall besser fahren, also... Ist auch gerade nicht so nass auf dem Boden, aber der lässt sich auf jeden Fall viel, viel besser fahren. Bis jetzt sind wir auf Sechster. Mal gucken, ob wir das rausholen können. Wir haben 3 Runden. Boah, kann man hier jumpen? Ha, okay, der Bronco ist besser. Oder die Strecke ist gerade easy. Ich weiß es nicht, aber wir haben 3 Runden davon. Kein Problem. Oh mein Gott, ab in die Menge. Yes, Baby, gut geschützt durch die Bande. Ja, ich will auch noch die beiden da vorne kriegen. Ich würde gerne noch einmal Erster werden am Ende des Videos. Aber ja, was soll's. Es geht um die Unterhaltung. Ich hoffe, ich unterhalte euch ein bisschen. Das wäre schön, wenn ja, lasst doch mal einen Kommentar da. Like das Video, schreibt das in die Kommentare. Ey, abonniert den Kanal. Ich bin zu blöd zum Labern. Aber manchmal bin ich lustig. Alle Jubeljahre kommt ein guter Spruch. Also bleibt hier, schaltet ein und guckt die Videos. Ja, das war jetzt nicht ganz so gut, aber ist okay. Der Spruch, nee, das waren beides aber. Aber okay. Ja, Runde Nummer 2. Bang, 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 bang. Jetzt muss ich ein bisschen abbremsen. Und immer wieder kriege ich als von Xbox. Sie haben gerade Punkte gesammelt. Ja. Für ein ja, Freunde-PC-Spiel. Keiner. Ich weiß es nicht. Ich habe auf Xbox geguckt hier auf dem PC. Ich habe nichts gefunden. Aber ja. Xbox nervt gerade. Kennt ihr das auch? Ja oder nein? Schreibt es in die Kommentare. Ja, also die Jumps sind jetzt nicht so geil wie die im letzten Video. Wie im letzten Fahren mit dem anderen Bronco. Aber irgendwie sind diese kurzen Jumps doch ein bisschen cooler. Ich weiß es nicht. Die fühlen sich besser an. Kann auch täuschen. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Waren die Sprünge mit dem Bronco Rally davor besser? Die hohen, langen? Oder sind die hier die kurzen, kleinen Jumper cooler? Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Eure Meinung ist mir wichtig. Und nicht nur, um den Algorithmus zu pushen. Mich interessiert es wirklich, sonst würde ich die Frage nicht stellen. Weil so viele Fragen stelle ich meinen Videos nicht. Also wer meine Videos kennt, weiß es. Macht ihr lieber kurze Jumps oder lange Flüge? Ey, ich bin Erster, ne? Ja, ich merke es gerade. Wow, noch eine Runde. Okay, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Irgendwie wird die Karre gerade... Oh, Alter, ich wollte gerade wissen, wie viel Luft habe ich hinter mir. Der ist ja so nah, der gelbe Bronco. Alter! Ein Fahrfehler und überholt mich, ey. Scheiße. Da guckst du ganz kurz Rückspiegel und kriegst Angst, ey. So, da sitzt ja der gelbe Bronco im Nacken. Kein Problem.
also jetzt ganz gut fahren, natürlich ist das falsche Wort, aber versuchen, die perfekte Linie nachzufahren und. Richtigen Zeitpunkt bremsen, nicht schwummern, nicht mal schwanken. Wir haben diese kurzen Sprünge, was? Ich weiß es nicht. Ich fühle mich gerade mehr als vorhin mit dem anderen Bronco, mit den langen Sprüngen. Nein. Oh, ich habe Luft. Oh mein Gott, Ideallinie zu versuchen zu fahren hilft doch, so wie es aussieht. Oh ja, jetzt habe ich endlich ein bisschen Luft. Jetzt kriege ich. Mann, lass doch mal die Hecke in Ruhe. Mein Auto liebt die Hecken, ja, ich auch. Aber ich habe ein bisschen Luft. Das ist schon ganz schön. Das ist auf jeden Fall toll anzusehen. Aber hey, gegen Ende nochmal gefühlt easy win. Also, wow. Nice. Ja, ich fühle das. Ich feiere das. Und irgendwo ist auch gleich das Ziel, glaube ich. Nein, noch nicht. Aber ein Kontrollpunkt. Ah, danach kommt das Ziel. Sehr schön. Keine Scheiße bauen. Schön reingejumpt. Ja, schön die Kurve runtergedrückt. Und mit Abstand erster. So kann es gehen. Yes, baby. Erster? Nein, doch. Wow, geil. Okay, das fühle ich. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Schreibt es gut, aktiviert die Glocke. Denn ich, euer Glück oder Können, bin hiermit raus. Peace.